Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Herr Bergmann reagiert. Ich muss aufpassen, dass es hier kein Reaction-Kanal wird. Aber ich produziere momentan, kann ich ja mal sagen, an dieser Stelle ein bisschen vor, weil mein Bruder mich nächste Woche besuchen kommt. Aber es macht uns ja auch allen Spaß, so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Und es sind ja auch viele Neue dabei, die durch den Podcast oder grundsätzlich durch die neue Aktivität dazugekommen sind. Deswegen herzlich willkommen auch an euch. Schön, dass ihr da seid und vielleicht kennt ihr das ja noch gar nicht. Ganz viele von euch haben sich grundsätzlich Desperado oder die Desperado Outtakes gewünscht. Und da ich beim Desperado-Finale gern ein bisschen was Größeres machen würde, stürze ich mich jetzt mal auf die Desperado Outtakes, die ich auch schon Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Vielleicht kurz was zur Vorgeschichte. Desperado war ein Minecraft-Roleplay-Projekt, die Fortsetzung von Minecraft Leben und spielte im Wilden Westen und war auch wieder mit einem Zuschauerprojekt, wo man sich bewerben konnte und wo wir dann nach und nach neue Spieler dazugeholt haben. Hauptspieler am Anfang waren German Let's Play, Takaishi, Safi, Kedos, Dario und Sergeant Max. Wir haben eben auf diesem Server natürlich Folgen aufgenommen, aber eben auch ganz, ganz oft erstmal privat für uns gespielt, um so ein bisschen neue Häuser bauen zu können, die man dann in den Folgen präsentieren kann oder einfach um ein bisschen rumzublödeln. Und ich weiß noch, ich habe mit Takaishi sehr viele Nächte auf diesen Servern verbracht und wir waren immer im Teamspeak, haben gemeinsam geschnackt und Manu hat eben genau dasselbe gemacht, bloß mit dem lieben Klaus. Viele Grüße an dieser Stelle und eines Abends kam es zu einer Begegnung. Ich weiß noch, dass das hier der erste Clip nämlich ist, die wir uns jetzt mal anschauen. Gut. Kommst du hoch? Der ist der erste Safe nicht abgeschlossen? Nee. Ja, also kurz hier nochmal zu der Szene. Ich lieb's einfach. Man konnte Saves platzieren und denen von außen eine beliebige Textur geben. Und diesen Safe, den konnte man eben auf seinen eigenen Namen quasi anmelden. Und das haben wir gemacht, Takaishi und ich. Wir haben hier beide eben unten zwei Saves platziert auf unseren Namen. Die kann dann kein anderer Spieler abbauen und denen halt die Cobblestone-Textur gegeben. Und wo haben wir das platziert? Genau vor der Haustür von German Let's Play. Mal gucken, wie er reagiert. Dann kann er es abbauen. Nee, abbauen kann er nicht. Doch. Oder? Hier? Oh. Ich hätte so gern die Sicht auch von Manu gehabt. Er kann das nicht sehen, sneakend, oder? Nee. Wir haben uns echt eine halbe Stunde versteckt. Oh, richtig pisst, Alter. Komm mal zu deinem Sheriffsgebäude. Ja, und das ist halt auch sehr, sehr oft eskaliert, weil wenn wir dann mal wieder Langeweile hatten, wie gesagt, damals, ich weiß noch, Schlafrhythmus, man ist nicht selten vor 6 Uhr ins Bett gegangen. Und wir haben dann irgendwann aus Langeweile und weil Müdigkeit natürlich auch blöd macht, irgendwann immer angefangen, uns gegenseitig mit Dynamit zu bewerfen. Und das ist dann manchmal ein bisschen eskaliert, das sehen wir, glaube ich, gleich auch noch. Ich weiß ganz genau, dass du irgendwo hinter deinem Haus schimmelst. Ja, nice. Cool. Jetzt komm ich rein. Oh! Na, kannst du so schnell nachladen? Scheiße! Oh, ja. Ganz dumm. Oh. Das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Nein, es ist nichts passiert. Ist alles noch da. Man hatte natürlich, um das Inventar zu erweitern, das war ja auch ein Modpack, was wir zusammengestellt hatten, auch Rucksäcke. Und diese Rucksäcke hat man dann eben seine ganzen Diamanten und sowas reingepackt. Dumm nur, wenn da eine Stange Dynamit drauf landet und den ganzen Rucksack zerfetzt. Oder? Ja, ist alles da. Oh, cool. Ist alles noch da? Du hast echt... Hab ich irgendwas ich hab doch nichts in die Luft gejagt. Nö. Nee. Außer mein Rucksack. Boah, ist drin da. Schieß mal auf mich. Schießen? Ich glaube, ab dem Zeitpunkt hat Pepe auch keinen Bock mehr auf das Projekt gehabt. Wobei, natürlich, es gab noch die Rache mit seiner doofen Kanone hier, die er regelmäßig abgeballert hat. Schieß mal auf mich, komm. Ja, schieß auf dich, pass mal auf, Alter. Nee, schieß auf Aaron. Alter. Du hast deine Sachen gesprengt, ne? Also, oh nein. Hier ist nichts mehr. Adler. Takaishi, Mann. Du baust hier nur Scheiße. Oh, damit ich nicht auffalle jetzt, pass mal auf. Und schon erkennt mich keiner mehr.
Das war... das weiß ich gar nicht mehr, welche Folge das war. Wir wollen auch nochmal, wie gesagt, ich habe es ja in einem der letzten Videos schon erzählt, dass wir vor ein paar Monaten oder vor über einem Jahr haben wir uns alle Lebenfolgen einmal in Livestreams angeschaut, in mehreren. Und dasselbe wollen wir auch nochmal von Desperado machen. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ich werde das hier auf dem Kanal natürlich auch nochmal ankündigen. Natürlich aus Versehen getroffen. Nice. Ja, nein, ich will das nicht. Wir wissen schon, was für eine Position ich hier in der Stadt habe. Und Michis Stimme wieder. Ihr Knutschwein, das wisst ihr schon gerade, ne? Du willst nicht gerade behaupten, dass ich niedriger gespielt habe. Moin, Max. Ich komme mir ein bisschen zu nah. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Hallo, ach, Sie sind bestimmt wegen den Pferden hier, oder nicht? Hast du uns schon angekündigt? Nein. Aber du hattest doch gesagt, dass du schon irgendwas brauchst. Lass uns das nochmal machen. Wie, das war alles gar nicht spontan? Hey, es stirbt nicht. Oder kann man das satteln? Oh, Alter, du bist doch echt so ein... Pepe, der Prankmaster. Du bist so ein Wichser, weißt du, dass ich andauernd drauf reinfalle. Alter, du bist doch echt so ein mieses Stück, ey. Oder warte, ich kann mich auch hier dann so hinstellen und dann von meinen Arsch hinhalten und ihr schießt mich ab. Stimmt. Ich habe ja immer diese Pre-Intros gehabt, vor dem Intro. Stimmt. Und das war, da haben wir Schießübungen gemacht. Das war schon charmant gemacht, das Projekt. Ich hab so Bock, mir das nochmal alles anzuschauen. Oh, ja! Olivioso! Oh. Hinter ihm. Oh, da haben wir hier aber jetzt ungebetene Gäste. Oh Mann, Kedos. Da haben wir jetzt einfach ungebetene Gäste. Hey. Bam! Oh, da haben wir hier aber jetzt ungebetene Gäste. Tja, Ende, vorbei. Kedos Storystrang findet hier ein Ende. Oh Mann, ey. Ach stimmt, es gibt ja auch noch die zweiten Outtakes vom Finale. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, wo Szenen sind, die ich noch vor Augen hatte. Okay, mega. Mega, da hab ich Bock drauf. Okay, Leute. Desperado Finale, die Outtakes. Aber, was ist jetzt eigentlich? Raus hier, raus. Mann, die haben ihn umgebracht, die Schweine. Die haben ihn... Oh, Mann. Das war ein herzensguter Mensch, der Typ. Ich kann nicht schauspielern, das ist mein Hauptproblem in diesem ganzen Projekt hier. Es kotzt mich an, Alter. Haben Sie mich schon mal gesehen? Moment mal. Ich habe Erinnerungen an Sie. Ich darf darüber nicht reden, ich darf... Es geht nicht. Kennen wir uns? Bergi? Paluten? Was machst du hier? Ich bin nicht der richtige Paluten. Wie nicht der... Wer bist du denn? Ich wurde von Professor Ente erschaffen. Eigentlich bin ich Paluten, aber eigentlich auch nicht. Was ist denn hier los? Wer bist... Wie kommst du denn hierher? Es ist eine lange Geschichte. Ich wurde von Professor Ente erschaffen und hab's mir hier gemütlich gemacht. Mit meinen Schweinen. Aber du warst doch... Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war in der Stadt im Mittelalter. Ich bin Kürbis, ich lebe halt lange. Okay. Das macht alles storytechnisch gar keinen Sinn. Ich weiß aber noch, wie ich in dem Moment überlegt hatte, deswegen haben wir das auch, habe ich ihn auch so lange erzählen lassen, ob man das irgendwie kombinieren kann. Aber man muss einfach mal ganz klar hier an dieser Stelle auch sagen, dass diese Welten, die Paluten und ich uns geschaffen haben, in Minecraft leben, bei mir und bei Minecraft Freedom, was ja seine Lebenfortsetzung war, bei ihm, dass das nicht im selben Universum spielen kann. Also dafür hat man einfach zu unterschiedliche Wege eingeschlagen. Und auch, ich habe ja dann Gastauftritte bei ihm im Projekt gehabt,
als Missing Bergno, als mein böser Klon. Was aber auch keinen Sinn macht, weil der würde nicht Paluten verfolgen. Das war jetzt eher einfach so ein Crossover quasi. Aber hier hatte ich noch spontan überlegt, macht das irgendwie Sinn? Kann man das irgendwie kombinieren? Freedom und jetzt hier Desperado zu verbinden? Aber das wäre einfach zu verwirrend gewesen, weil meine Zuschauer damals auch vielleicht überhaupt nichts mit Professor Ente anfangen konnten, was eben ein Freedom-Charakter war. Und ja, deswegen haben wir das dann gelassen und Paluten war einfach Nachfahre von den Paluten aus Minecraft-Leben, ganz simpel. Und ja, hat ein tragisches Ende genommen, dieser Charakter. Das macht alles storytechnisch gar keinen Sinn. Wünsch mir Glück, alter Freund. Wir werden uns wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Auch dieses Projekt war so toll, ey, wirklich. Also es war wirklich eine richtig, richtig gute Zeit. Und ich muss auch nochmal ein großes Lob aussprechen, wirklich auch an Pepe, der immer das hat so dermaßen viel Spaß mit ihm gemacht. Und er hat einfach auch ein großartiges Talent, irgendwie so seine Rollen zu spielen. Auch bei dem GDA Roleplay, was wir letztes Jahr gemacht hatten. Und Michi natürlich auch. Also ich hoffe, ihr meldet euch mal wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Aber es war wirklich eine schöne Zeit. Ja, vielleicht erstmal S. Bis auf das hier. Das war katastrophal. Mit diesem DeLorean. Mit dieser DeLorean-Mod. Horror. Wir fliegen, Sylvie. Ja, hier sieht man auch mal, das ist sowieso das Großartigste. In was für einer ursprünglichen Geschwindigkeit das eigentlich stattgefunden hat. Später, ich weiß noch, damals gab es auch enttäuschende Kommentare. Oh, ich habe mich so gefreut auf diese Zug-DeLorean-Szene, dass die ein bisschen länger geht, auch ein bisschen mehr Action hat. So ein bisschen auch näher dran ist an dem Original Back to the Future 3. Aber ihr seht ja, das war so problematisch, weil es so verbuggt war mit diesem DeLorean, mit diesem Zug. Natürlich hatte ich mir noch irgendwie überlegt, dass es noch irgendwie Zwischenfälle gibt, aber ich wollte das einfach nur noch hinter mich bringen, weil das grauenvoll war, das mit diesen beiden Mods umzusetzen. Heute wäre das, wie gesagt, alles kein Problem, weil es eben neue Mods gibt, mit denen das viel, viel leichter ist. Aber guck mal hier, alleine für diese kurze Sequenz, die im eigentlichen Finale 3-4 Sekunden dauert, haben wir, glaube ich, eine Stunde aufgenommen, weil das war die Geschwindigkeit hier. Die Dreckschlange, Alter. Die Dreckschlange, Alter. Moin, die Dreckschlange, Mark. Alter. Na, holy shit, ich fliege! Alles klar, bis später. Und hängen Sie mal Ihre Wäsche hier nicht so provokant her. Das ist ja irgendwo muss ich das doch trocknen. Frau Histories. Tobi war auch immer klasse. Ich muss mir jetzt echt erstmal die Wunde anschauen. Sie riecht auch langsam sehr streng, muss ich sagen. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich wurde gerade angeschossen. Das finde ich auch so schön, dass sich das bis heute eigentlich gehalten hat, auch zwischen Manu und mir. Peinliche Stille und dann kommt. Ich finde es großartig. Auch großartig, die Szene mit Michi, mit Michis Comeback, wo er, glaube ich, dann auch zwischen dem ursprünglichen Desperado-Projekt und dem Finale in Stimmbruch gekommen ist. Du bist das Letzte. Ja. Nee, das ist Pepe. Das war so gut gerade, warum lachst du? Es tut mir leid. Ja doch, auf jeden Fall. Oh. Ups. Mega der Effekt. Michi. Nein, ich wach. Was ist los? Wer seid ihr? Was? Upsi, hoppala. Du Schwein! Ihr vor allem auch sagt Upsi, sorry und einfach weiterschießt. Upsi, hoppala, das war halt nicht klassisch. Du Schwein! Schwein! Paluten! Die Schlange, Alter, wie sie die ganze Zeit hier im DeLorean rumwurstelt, Alter. Alter. Ja, jetzt reicht's mir, Alter. Jetzt reicht's mir. Oh, ja. Wow. Einmal kannst du noch kurz zurücksetzen, wie ich das Scheiß hier fertig mache. Knall die einfach schick, Alter. Bam! Positionier die nochmal. Ich positionier sie jetzt hier, das dreckige Spinneier zu verloren, Alter. Spinneier, ich bekomme aus der Schlange. Oh Mann, komm schon. Oh ja. Bitte! Das hör jetzt. Oh. Okay.
Ja, es ging ja fix. Kann mich jemand hören? Takaishi! Hilfe! Ich bin's, Bergmann, Hilfe! Wo bist du? Hier drüben! In der Zelle? Im Sheriffsgebäude, hallo! Ich seh dich! Hallo! Oh Hi. Gott, oh Gott, oh Gott, du musst dich beeilen! Da hinten, hinter! Oh. Pferde Einzelkämpfe. Was ist das für ein Geräusch? Was denn? Ich schätze mal, das ist unsere Hausschlange. Warum? Oh Gott. Ja, haben Sie da eine Schlange eingesperrt? Oh, Mark. Pass auf, Leute. Man muss es kurz erklären. Minecraft-Leben ging damals zu Ende, weil viele ein anderes Projekt gewechselt sind, was damals Minecraft Mark hieß. Und das gar nicht mehr so viel mit Roleplay zu tun hatte, sondern wieder so ein klassisches Modpack war, wo man viel farmen muss, Maschinen baut, pipapo. Und es hat sich deswegen so das YouTube-Lager so in zwei Lager aufgespalten. Nämlich die einen, die Bock auf dieses Roleplay hatten, das waren wir mit Desperado, und eben die anderen, die Bock hatten auf dieses Modpack. Dadurch ist aber Leben so ein bisschen gestorben. Und daran hat heute niemand Schuld, sondern Projekte enden eben. Aber wir haben damals trotzdem bei uns bei Desperado Mark scherzhaft die Schuld dafür gegeben, also dem Projekt Minecraft Mark, so hieß das. Und deswegen eine Schlange Mark genannt. Und um diese Schlange geht es hier eben gerade. Mark tut nichts. Die ist tot, oder? Oh Gott! Mark! Alter! Mark tut nichts, keine Angst. Ja, hast du es gehört? Hier. Hast du da eine Schlange hingelegt? Nein, ich habe da keine Schlange hingelegt. Das ist Mark. Das ist Mark aus Desperado. Mark, ich muss mal auf die andere Seite. Hey, Mark, alles in Ordnung? Au, das Scheißding hat mich gebissen! Das war schon ein geiles Projekt.